Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen auf dem Bauprojektserver von mir und Nikes. Und ich stehe gerade neben der Bianca. Hallo Bianca. Hi. Das ist schön. Das Lustige ist, es ist Team Dodo, aber du bist alleine. Ja, genau. Ich bin alleine in Team Dodo. Das ist es. Dann sind wir gerade ganz intim mit Bianca. Ja, ganz intim. Nur wir zwei. Was ich gerade übrigens sehe, die ganze Brücke voller Dodos ist. Hat das was mit Team Dodo zu tun? Ja, gut geraten. Es ist sozusagen der Beginn vom Dodo-Museum. Kannst du dich überraschen lassen? Ich bin auch total gespannt. Ich zeige mal ganz kurz von außen erstmal den Torbogen, bevor ich das nämlich hier nicht zeige. Ja. Die Bianca hat nämlich eine Brücke gebaut. Ich finde Brücken, ich bin total fasziniert von Brücken. Nicht nur im Real Life, sondern auch vom Brückenbau in Ark. Ich zeig mal ganz kurz. Die Brücke über den Wasserfall, das finde ich voll schön. Ich kann ja mal Folgendes machen. Wir haben hier die ganze Möglichkeit auch zu fliegen. Deswegen zeigen wir das auch mal richtig. Weil wenn wir jetzt ja gleich über die Brücke gehen und dann die ganze Brücke nicht zeigen, ist das dann auch sehr, sehr schade. Sehr schön. Ja. Hast du auch einen wunderschönen Ausblick. Auch eine schöne Position direkt hier ausgewählt. Ich mag das Gebiet. Ja, das ist echt voll schön. Und die Brücke, die hat mich zuerst ein paar Nerven gekostet, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll, weil die braucht ja immer ein paar Stützen. Aber mit den Torbögen und mit den Foundations unten passt es eigentlich ganz gut. Musstest du eigentlich für jede Statue einen Dodo töten? Nee, die kannst du ja auch zähmen und dann kannst du dir die Haut rausnehmen. Achso, man muss ja nicht immer alles umhauen. Denk mal wieder anders. Ich würde niemals Dodos töten. Oh, Team niemals. Dodo, das ist schön. Team Dodo. Genau. Okay, genau, ich folge dir einfach mal. Weitergehen, genau. Ich sag jetzt auch nochmal bei hier, auch jetzt mal in dieser Folge nochmal ganz kurz, ich bin immer noch leider mit meinem alten Rechner unterwegs, also wenn es mal ab und zu mal leckt oder ein paar FPS-Drops gibt, dann seht mir das bitte nach. Mein neuer Rechner ist immer noch in Reparatur, deswegen muss ich da leider durch. Hier sind auch überall Kerzen, das ist nachts ein bisschen schöner aussieht. Du kannst ja dann später, wenn wir durch sind, auch mal die Base nachts irgendwie anschauen. Können wir gerne machen, dass du mal drüber fliegst. Genau. Hier ist dann so der Willkommensbereich. Können sich die Gäste erstmal hinsetzen, bevor sie ins Museum gehen. Ein bisschen mit Kirschblütenbäumen. Pass auf, stell dich mal in die Mitte. So? Ich will mal ganz ein Foto von Team Dodo, vom Dodo-Museum machen. So ist schön. Okay. Bin hier in der Mitte, ja. Perfekt. Ich muss immer Fotos machen, das gehört immer dazu. Voll gemütlich, ich glaube, ich würde schon gar nicht mehr weitergehen. So, die Folge ist vorbei. Hier ist echt schön. Ja, es ist echt gemütlich, ich mag also die Bäume auch. Also in dem Bereich bin ich echt stolz, ja. Ist zwar nicht viel drin, aber der ist echt schön geworden. Ich weiß, welche Base das ist. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich bin mal als ich den Server mal getestet habe, weil bei mir ab und zu mal die Mods nicht funktioniert haben, bin ich, glaube ich, über diese Base mal drüber geflogen und ich glaube, ich hatte da minus 700 FPS, glaube ich, gehabt. Ich glaube, hier ist irgendwas verbaut, was, glaube ich, die Rechner, glaube ich, in die Knie zwingt. Muss ich mal gucken, ja. Sag mal, die Schriftart, wo hast du die irgendwo her und hast du die dann hier drauf geklatscht? Nee, ich glaube, diese Schriftart, die konnte man gar nicht ändern. Also du kannst da einfach Stilltext festlegen und dann kannst du dir einfach einen Text eingeben. Aber da geht nicht so viel. Also ich glaube, maximal 7 Zeichen oder so. Also Museum war schon ziemlich knapp. Aber das sieht so gut aus. Das hätte besser nicht aussehen können. Ich finde es auch voll schön, vor allem mit den Lichtern auch noch oben drüben. Das ist, glaube ich, von der Stables Mod. Ah, okay. Genau. Glaube ich. Genau, wenn du. Ich hätte dich sowieso gefragt, welche Mods du gerade genutzt hast. Weil, hast du viele, viele verschiedene Mods genutzt? Ja, also die meisten sind, also ich glaube, die Bäume sind von Eco Trees, aber es gibt ja viele Mods, wo Bäume drin sind. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall, diese Strukturen mit diesem dunklen Holz sind, glaube ich, alles von der Stable Mod. Okay. Ich habe übrigens ein Dodo, wie heißt denn das Ding hier? Ododo, was für ein Skin habe ich genommen? Ein Dodorex-Skin, genau. Den habe ich mir genommen, weil eben ist Dodo. Ist das Nächste zum Dodo. Genau, sonst habe ich mir nichts anderes gefunden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rum in den Turm. Da ist jetzt nicht so was Besonderes.
Das sind halt, wenn du hochgehst, siehst du dann eben verschiedene Trophäen an den Wänden hängen. Ich finde es übrigens super schön, dass du die einzelnen Elemente angemalt hast. Ja, Also, ich finde es auch voll schön, so schwarz-gelb, schwarz-gold. das gefällt mir echt gut. Finde ich voll cool. Und das ist eigentlich dann nur ein Turm für die Gäste, damit sie ein bisschen Geht's weiter. über das Museum und so schauen können. So ein kleiner Aussichtsturm. Valguero ist sowieso eine schöne Karte. Oh ja. Ich find dieses Gebiet, wo du gebaut hast, auch verdammt cool, weil diese ganzen weißen Kalkberge sehen einfach total abgefahren aus. Ja, das ist mein Lieblingsgebiet hier. Ich kann mich auch bei der Map wirklich nicht entscheiden, wo ich bauen soll. Also das war echt eine schwere Entscheidung. Ich würde am liebsten überall bauen, die ganze Map zu bauen. Ich glaube, wir werden nachher Probleme in deiner Base haben. Ich gucke gerade nur drauf und die FPS, die schwanken, wenn ich. Oh, ich muss, glaube ich, mal wieder meinen Rechner ein bisschen entlasten. Wir gucken ins Blaue. Ich habe, glaube ich, jetzt schon Angst. Ja, wir haben die Folgen ja gesehen im Stream von Nikes. Der hat ja schon ein paar Basen oder die ganzen Basen schon besichtigt. Ja. Und der hat da so Probleme gehabt, weil die Basen natürlich auch mega groß waren. Und da ist sein Rechner und dann sein Stream auch total abgestürzt und hat zusammengebrochen. Ja, ich habe gesehen, wo er immer geflogen wurde. Da, es hat ja geruckelt wie sonst was. Also Ja. das, boah. Und dann geht's hier in einem schönen Geheimraum. Es Noch hat ein. zwei Eingänge. Muss man die zumachen oder gehen die alleine zu? Die kannst du zumachen. So, und dann ist hier unser schöner Eingang. Wie du hier oben siehst, ist es ein bisschen dunkel geworden, aber ich habe Bilder an die Wand gehangen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, Das sind was das Fische. ist. Fisch, Genau, Fisch. Und das Fisch. ist ein Kaposukos. Und das Genau. ist. Das ist so ein, Gott, wie heißt der? Dieser, Die Blitzfisch. ja, genau, Blitzdings. Elektro, Elektrophorus. irgendwie so, ja, genau, irgendwie sowas, genau. Wieso ist der. Der Das liegt. Der ist sieht so aus, als cool. ob er irgendwo in der Küche liegt. Kann das sein? Wo ist denn der? Das wirst du nachher sehen. Okay, ich sag nichts. Und hier ist ein Dodo auf einer Ja, Wand. genau, Zwei. hier zwei Dodos. Es soll eigentlich lila sein, es sieht eher so aus wie hellblau. Aber passt zu den Blumen. Ich sag dir ganz ehrlich, sobald ich mich zu deiner Base umdrehe, Oh je. da fangen die FPS sind, glaube ich, komplett unten. Und sobald ich mich wieder umdrehe, ist alles wieder gut. Und ich gehe Okay. rückwärts. Ich gehe rückwärts zu deiner Base. Ja, in dem Gang ist jetzt nicht viel außer Laternen. Hier kommen dann wieder ein paar Blümchen. Ich muss mal Und ein dann Foto können davon wir machen. rausgucken. Der Gang, der nur Laternen hat, gefällt mir aber sehr gut. Oh, wow. Okay. Jetzt weiß ich es. Du hast sehr, sehr viele Dekorationsobjekte genutzt, nicht? Ja. Man merkt, Ja. dass deine Frau hier wohnt. Man merkt es. Ich muss sagen, diese Blümchen, die hier sind, das war wirklich so die letzten Handgriffe, die ich gemacht habe. Also das war so, glaube ich, noch den Freitag oder Samstag, wo der Server lief. Okay. Weil das noch ziemlich leer aussah. Also für die Leute, die jetzt gerade nur zugucken und das ganze Projekt gar nicht verfolgt haben, der Bauserver lief nur genau 2 Wochen. Alle Folgen, die jetzt in diesem Bauevent mit dabei sind, die werden einmal bei mir gezeigt und einmal beim Nikes gezeigt. Dann immer so abwechselnd. Und die wurden alle Gebäude oder alle Basen wurden alle in 2 Wochen gebaut. Also das wäre jetzt nicht, das sind keine Projekte von 3, 4 Monaten oder sowas, also alles in 2 Wochen. Wir mussten ja leider ein Limit nehmen, sonst. Genau. Ich würde Okay. sagen, wir gehen erstmal hier rein und dann können wir oben wieder runterlaufen, weil hier ist ja auch noch ein Gang vor, aber ich würde erstmal hier durchgehen. Okay, ich gucke mal ganz kurz hier auf ein Bild. Ich versuche gerade wieder was zu Ja. verstehen. Pass mal auf, das ist. Oh, das erkenne ich gerade gar nicht. Was könnte denn das sein? Ist das ein Das Vogel? ist, ja genau, das ist ein Argentavis so in dieser Gehstellung. Ah, Also okay. wenn sie so vorwärts gehen, genau. Das ist ein Griffin. Genau, das ist ein Okay. Glück. Hier sind auch schöne Bilder zum Angucken. Aha, ein Mammut. Ein Nashorn, die erkennt man ja sofort. Dilophosaurus. Oh, ein Quetzi! Hallo, Ja, der Quetzi! ist voll schön, der hat auch voll die schönen Farben. Kennst du rein zufällig den Film Momo?
Meinst du diesen Horrorfilm? Nein, nein, ist kein Oder? Horrorfilm. Nee, den kenne ich dann nicht, nein. Okay, dann ist egal. Vielleicht für die Leute, die es kennen. Weil bei Momo, bei mir wird sogar die Texturen von meiner Rüstung gerade nicht mehr angezeigt. Die ist komplett weg. Was ist los? Also bei Momo gibt es eine Stelle, muss man rückwärts gehen. Ich glaube, Okay. ich gehe rückwärts zu deiner Base. Je. Das ist aber kein Raptor, oder? Nee, das Das ist ist ein ein. Dino, nicht Rüstung. Ah, genau, okay. Hast du alle Tiere genommen, ne? Schön. Nicht ganz alle, aber viele, ja. Mir gefällt der Gang hier. Ich mache mal Foto. Ich muss mal wieder Ich Fotos schießen. muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Also diese Bilderrahmen und diese Podeste, wo man eben diese Teute draufstellen kann, die zählen zu irgendeinem bestimmten Bereich oder irgendwas. Du kannst nur so und so viel in einem bestimmten Bereich platzieren. Und deswegen konnte ich auch keine weiteren Podeste in dem Museum hinstellen, beziehungsweise ich wollte eigentlich noch Schilder davor stellen, ging aber leider nicht mehr. Ah, okay. Gesagt nein. Zu viel. Too Ja. much. Das war das meiste, was ich machen konnte. Das finde ich Es ging schön, doch. dass ihr mit den Bildern hier arbeitet. Das habe ich mal ganz am Anfang, wo es rauskam, habe ich es mal gemacht und dann habe ich es wieder sein gelassen. Ja, du musst die halt, ich meine, du kannst die auch, wenn du jetzt Bilder auf dem PC hast, kannst du die so formatieren, dass du die da hochladen kannst. Aber ich habe das halt dann mit der Kamera fotografiert, die man hier verwenden kann im Spiel. Und da ging das ganz gut. Nur du musst halt dann schauen, dass du die ganzen Farben immer parat hast. Stimmt. Die kann man ja nicht herholen. Mit GCM. Wir sind ja im Museum, da müssen wir auch wenigstens auch alle Bilder gucken. Wir müssen auch uns alles angucken. Genau. Wenn es zu dunkel dunkel werden sollte, dann muss man Bescheid sagen, dann machen wir wieder hell. Und wenn wir mal Jo. dunkel machen sollten, dann sagst du Bescheid. Jo, genau. Okay, jetzt geht es gerade eigentlich wieder. Juhu! Wir gehen jetzt gerade mal links und rechts. Hier sind schon ein paar Tiere ausgestellt. Die Kängurus, Prokoptodon. Wie gesagt, ich wollte eigentlich noch zu jeder Gruppe ein Schild hinstellen, aber wollte nicht mehr. Das schummrige Licht soll so bleiben oder kann ich auch mal hier so einmachen? Du kannst doch die Fackel anmachen, ja. In der Mitte ist ein Baby. Das springt oder fliegt Ja, das? genau, das springt. Ach so, das passt einfach nicht drauf. Das muss jetzt fliegen. Voll gut. Und Genau. Prokoptodon, ich muss unbedingt mal wieder einzähmen. Oh ja, die sind toll. Sind die Und ich bin Lieblinge von so Grave? weit. Wenn Wahnsinn. ihr den Grave Echt? noch, ja, der Grave, der hat die immer so ganz Oh. gerne gehabt. Ich finde ja diese mittlere Pose irgendwie voll lustig. Das ist, wenn er zubeißt. Streitvoll. Ich glaube ja. 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 Ja, Und wenn man die Schafe in Ark mögen mich ja sowieso nicht. Die meiden mich. Ich habe so wenig in meinem ganzen Ark, in meinen ganzen 10 Staffeln bisher, oder 11 Staffeln sind sie eigentlich schon, finde ich einfach nicht. Ja, das Foto habe ich eben gesehen. Oh. Das Foto habe ich eben gesehen. Genau. Ankylo und Dödis. Und bei den mittleren Dödis sieht man es jetzt nicht so gut. Huch. Der rollt gerade, ne? Ja, genau. Der ist eigentlich eher so schwarz und dann so rötlich, glaube ich. Rot, orange irgendwie. Ja, so sieht man es gar nicht. Aber das sind meine Lieblinge eigentlich mitunter den ganzen Dinos. Also Dödis und Dodos. Mag die irgendwie. Bin so knuffig. Ich bin ja beeindruckt, wie das alles baut. Wie ihr auch immer so die Ruhe habt, dann auch alles Mögliche zu bauen. Ich bin dann nach meinem Quadrat, der sich gebaut habe, und den 4 Zimmern nebenan. Das war's. Vielleicht kommt ja mal noch ein Turm dazu, aber sonst glaube ich. Ja, bei mir ist auch meistens so, ich habe zwar eine Idee, was ich vielleicht machen möchte, aber dann die wirklichen Ideen und den Gedanken kommen eigentlich dann wirklich erst, wenn man baut. Weil dann geht es vielleicht doch nicht so, wie man es haben will und dann passiert irgendwas, was man eigentlich nicht wollte und dann sieht es trotzdem irgendwie gut aus und dann kommt man so auf andere Ideen. Das sieht aber auch gut hier, der Jabor, wie der hier so auf dem Rücken liegt. Ja, Sieht oh, fast die aus, wie sehen auch als voll ob er schön erschossen aus. worden wäre. Nein, nein, nein. Der hat es sehr, sehr schön. Boah, Der sag mal, schwimmt auch. diese Lampen. Frag nicht, bitte frag nicht. Das ist. Sind das einzelne Lampen? Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum ich keine FPS mehr habe. Junge, das ist es.
Aber frag bitte nicht, wie ich den bekommen habe. Das war so ein Mist, weil das sind normalerweise die Lampen, die so runterhängen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo hier, wenn du ein bisschen zu Ja, mir rückwärts gehen gehst ist immer gut. und Rückwärts du gehen ist gut. schaust, und du schaust hoch, das sind eigentlich diese Lampen, wo so hängen. Und du musst dich dann irgendwie in diese Dächer snappen. Beziehungsweise war das gar nicht geplant. Das war nur ein Versehen. Ich fand es aber so gut, weil solche Lampen gibt es ja auch wirklich zum Kaufen und Richtig. ich fand es toll. Du hast ja zurzeit einen besseren Rechner, den ich jetzt im Moment habe. Läuft Ja. das bei dir alles hier wunderbar, wunderbar flüssig? Oder das muss doch auch bei dir hier so ein bisschen anfangen. Das sind doch viel zu viele Objekte. Nee, also es läuft eigentlich flüssig. Also wenn mein Rechner richtig geht, habe ich hier 57 FPS. Okay, das ist okay. Dann, ja, Das es ist geht okay. eigentlich. Das ist Also okay. Ja, es nee. ruckelt zumindest nichts. Nee, ruckeln nicht, aber dass man merkt, ruckeln ist was anderes. Wenn man über FPS ja redet, dann merkst du diesen ganz, ganz leichten, dass das leicht nachbearbeitet werden muss irgendwie. Und dann merkst du, dass das Auge dann auch nicht ganz flüssige Bilder bekommt. Ich laufe dir hinterher. Wir laufen deinen Weg. Ja, okay. Ich würde erstmal hier in die Mitte gehen, beziehungsweise hier kann man uns erstmal diese Tierchen anschauen. Ein Baryonyx und ein Sargo in der Mitte. Die Wassertierchen. Oh Gott. Ich will hoffen, dass es nachher in der Aufnahme nicht so schlimm aussieht. Also es geht, also es leckt nicht. Lecken tut es nicht, aber man merkt, dass die FPS wirklich im Keller sind, sobald ich hier in der Ecke bin. Okay. Aber hey, wir sind doch alle Kellerkinder. Alles gut. Hier sind die Cabros, Die Cabros, Sarko. die gehassten Tiere aus dem Sumpfgebiet. Da ist er, Ja, auf der jeden Fall. Sprung. Der Sprung, den jeder mag. Ja, Und dann ist das jeder Ende. mag und jeder hasst. Zur gleichen Zeit. Wo bist du? Wo bist du? Hier beim Raben. Okay. Genau, das ist so meine kleine Oase. Es sind kleine Fischis drin. Und hier siehst du auch dein Elektro. Gott, wie heißt der jetzt? Moment. Elektrophorus. Genau, Elektrophorus. Machst du gerade irgendwas? Du hüpfst bei mir durch die Gegend. Das sieht aus. Nein, ich mache nichts. Wahrscheinlich, weil ich auf Rasen stehe, oder? Ich Ist weiß es nicht, jetzt stehe ich weg? bei dir gerade? Jetzt ist weg. Ja, du stehst gerade. Aber ich glaub, das ist auch manchmal, wenn man auf so Teppich steht, da springt man, glaube ich, auch immer ein bisschen. Das ist so eine komische Animation, ja. Du kannst auch reingehen, musst aber hüpfen, wenn du durch willst, sonst kommst du nicht mehr raus. Das sind so, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so Wasserblöcke, so Wasserfoundations. Nee, kenne ich nicht. Aus welcher Baumart ist das? Die waren aus der. Ich glaube, die waren aus Waterfall. der mit diesem, Blumentopf. Ist, Ich glaube ich, weiß aber auch gar alles nicht, wie die Eco, heißt. ne? Ja, das ist alles Eco, ja. Ich glaube, ich habe fast nur Eco-Mods verwendet für das. Ja, genau. Ja, aber jetzt hüpft du bei mir auch. Okay, das ist glaube ich, der Teppich hier. Ist auch ein Teppichrasen, ne, oder? Ja, genau. Halt, es ist aus der gleichen Mod. Das sind auch so Foundations. Nur halt mit Rasen. Ja. Und hier sind diese Fische, die du gesehen hast. Auf den Ah, Bildern. okay. Und die Frösche. Piranhas, die sind ja auch von jedem geliebt. Ich finde sie eigentlich gar nicht so schrecklich. Die kommen leider immer im Moment, weil man sie gerade nicht braucht. Aber ansonsten. Wollte ich gerade sagen, ja, die kommen immer, wenn man sie am wenigsten braucht. Oh, die Zunge. Blitsch. Hier raus oder wieder nach da hinten? wir gehen da raus. Ist es hier die Hier ist gerade Dodo auch Lounge? nochmal so eine kleine Ecke, ja, und da wartet schon Dodo, ein Hallo. Freund. Ich finde auch diese Lichter irgendwie voll schön. Also diesen Bulbdog und die ganzen Tiere, die du hier siehst, spenden ein bisschen Wärme und Licht. Also ich könnte mir jetzt diese ganze Schwüle hier drin vorstellen. Warst du schon mal in so einem, zum Beispiel in so einem Schmetterlingshaus oder Gehege? Das ist ja auch so glaube nicht, nein. botanisch, Garten, stickig, weil hier so viele Pflanzen drin sind. Ja. Ach, das ist bestimmt alles künstlich. So, hier sind zwischendrin immer meine Lieblinge, die Dodos. Die letzten Dodos, die es gibt. Genau, und hier sind die Deinonychus.
die Ich vorhin musste, auf glaube den ich, Bildern zu sehen waren. dann mal auf Facebook, also ich habe das alles so gemacht, dass mir die Leute wenigstens auf Facebook anschreiben sollten für das Projekt. Ich glaube, ich muss dir mal was zuschicken. Ich kenne da eine Kindergeschichte über den Dodo. Ja, Ja. okay. Ja, das will ich unbedingt haben. Schick ich dir zu. In der Geschichte über ein Dodo. Aber eine ganz, ganz kurze, eine lustige. Okay. Und da bin ich das erste Mal auf ein Dodo gestolpert und wusste natürlich nicht, was ein Dodo ist. Wer weiß schon, was ein Dodo ist, damals. Damals, ja. Damals, wo man Als es noch. Ark noch nicht gab. Wo man noch über die Zebrastreifen lief. Huch. Okay. Ja, genau, hier ist dann diese Schnecke, der kleine Lustro macht gerade sein Kunststück. Voll schön übrigens. Das ist alles. Ach ja, guck mal da. Ja. Schön, schön gemacht. Ich finde, dass diese ganzen Ecken ganz, ganz toll gemacht, dass man sich auch wenigstens, dass immer so ein kleines Stückchen dazwischen ist, dass man nicht zu viel hat, damit man sich dann erstmal wieder mit dem einen kurz befassen konnte. Und dann Ja, geht man und die zum kleinen nächsten. Dodos, die haben schöne Fenster, damit sie auch, wenn sie möchten, ein bisschen rausschauen können. Natürlich sehr wichtig. Aber man kann wirklich rausgucken. Es wird gerade dunkel. Ja. Ändert das was hier drin, das Licht? Ich mach mal. Ich glaube ein bisschen, aber du kannst wieder hell machen. Ja. Ah, das ändert doch, aber es ändert doch schon ein ganzes Stückchen. Dann kannst du auch deine Fackel, Wow. glaube ich, wegstecken, oder? Jetzt kann ich ja wirklich alles wegstecken. Na, natürlich nur die Fackel. Ich weiß nicht ganz genau, was die Leute wieder denken hier in den Kommentaren. Nachts hat man halt diese Lichter schon gesehen, aber sieht Ja. man ja am Tag eigentlich auch, ja. Genau, hier hatten wir die ganzen Diplodokusse. Rondos und Diplos. Ach, das ist ein Die Bronto, stimmt. Der ist einfach nur auf dem Podest so genau. klein wie der Diplo. Ich finde die Farbe irgendwie voll schön. Das Warum Grün. sieht echt schön aus? Das Kackeschwein darf nicht fehlen. Ich sage ja immer wieder, das war damals auch grün. Das Schweinchen hat damals ganz, 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 ganz früher, als ich noch mit Ark angefangen habe, war das mein meist aufgerufenes Video. Das war so schlecht, das Video von mir. Und es ist immer noch das einzige Schweinchen-Video, was ich habe, vom Fiomir. Und das war so oft aufgerufen, ich war total baff. Und sogar positiv, dass die Leute haben sich gar nicht beschwert, dass das so schlecht gemacht war. Und das ist mein Freund, der Fiomir. Ja, die sind auch cool. Ich mag die Sind scheißenden cool, sie Pionier. machen nichts. Ja. Die können scheißen wie Weltmeister. Das stimmt. Die nerven hier. Die Ja. Spuckis. Oh mein Gott. Vor allem, wenn man neu ist und ja. Aber sie Ich ist kann es auch nachempfinden. genau wie beim Jurassic Park 1, ne, wo der Dilophosaurus, nein, der doch Dilophosaurus, ne? Ich wollte jetzt gerade Diplodo. Ach nein, wie heißt das nochmal? Ich habe den Namen gerade vergessen. Lofo, ja. Dilophosaurus, genau. Lofo, ja. Als sie das erste Mal ja da auftaucht und den dicken Dennis anspuckt. Im Auto. Das ist Ja. so. Und so stelle ich es mir immer vor. Jedes Mal, wenn ich sie sehe und die dann anfangen. Und dann spucken sie. Dann gehen wir doch lieber zu den gemächlichen Gotchas. Der ist voll Ich süß. mag sie voll. Die sind ganz gemütlich. So stelle ich mich vor. Kann ich das sagen? Mich vor? So stelle ich. Mir mich vor, oder? Mich Nee, nicht? ich stelle mich so vor. Aber man Aber weiß, was du meinst. nicht so ruhig, aber so fressend. Der frisst ja die ganze Zeit. Und immer. Der findet irgendwas immer auf dem Boden. Und so Das könnte stimmt, ja. ich mal ganz kurz ein Oh, der ist Keks voll essen. niedlich. Oh, schon wieder. Er quält mich hier mit Keksen. Oh, ist, lecker. Also, Skorpione, die stelle ich immer noch auf dem gleichen Level wie Karnos. Also, Wie Karnus? Hm? Karnos sind das so strohdoof, die haben so ein kleines Hirn. Und Ach so. weißt du, der Karno ist immer so, oh, ein Gegner, oh, das ist noch ein Gegner, oh, da ist noch hinten noch ein Gegner. Und der weiß gar nicht, was er angreift, der läuft einfach mal auf alles zu, was er gerade so sieht, im Augenwinkel. Bestimmt. Und die Skorpione, du bist nur in der Nähe von denen. Nur, was sind so 20, 30 Meter in der Nähe, auf einmal plötzlich, ein Gegner! Oh Gott, schon gesehen, wie kann er mich denn sehen? Und das, die sind so schrecklich. Das stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Oh, hier haben wir dann unsere Freunde. Raptoren sind ja so gehasst seit dem ganzen Update, dass die einen runterdrücken und dann kommt der nächste und drückt dich auch noch runter und dann irgendwann bist du tot. Ja.
Aber Also meine pfeifen. Freunde sind sie auch nicht, aber sobald ich sie gezähnt habe und mit denen unterwegs bin, dann geht's eigentlich. Ja, also beste Allrounder ganz am Anfang. Beste, genau. Ja, das Schnell, stimmt. stark. Also stark Das vom stimmt auf Kampf. jeden Fall. Spino. Oh Ich Gott, will dann erstmal ich hier laufe rückwärts weitergehen. auf die Spinos zu. Oh je. In der Mitte ist eine kleine Krabbe. Ja, Die klingt leider Lekakinos. nicht größer, aber. Lekakinos. Na, kennst du? Ja, ich finde die toll. Die hättest du, glaube ich, so in dieser Größe, so wie sie gerade ist, sogar in die Mitte ins Wasser stellen können. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Wäre eine gute Idee gewesen. Ich habe gerade irgendwie Hunger auf Hummer. Jam, jam. Warum wohl? Weil ich ein Spino sehe. Und hier ist ein Basilo. Ja, Heißt die von Basilo? Ja, ich glaube schon Basilo, ja. die Basilisk, Basilisk. Basilisk fand So ich rum, Basilisk. aus Aberration eine der besten Tiere. Also die stylisch super cool. Die Kakenos war Ja. super cool gemacht. Ja, die Aberration war sind auf einfach jeden top. Fall toll. Ja. Ich sehe, Ja, genau. du hast sogar noch eine obere Ebene gemacht. Ja. Okay, Da ich oben komme. sind dann die Gästeräume. Hier kann man auch, wenn man jetzt länger bleiben will, übernachten. Sind vier Gästezimmer. Oh, hier sind Dodo-Gartenstatue. Die kenne ich, glaube ich. Die ist auch aus irgendeiner Dingsbums-Mod, Eco-Mod. Die kannte ich noch Ja, von damals, glaube ich, von der die. Ach Shigo. genau, hier sind diese Mottische. Also das ist die, wenn ich kann ja mal kurz gucken. Das müsste die Mod sein. Garden Decor Crafting. Da sind die Wasserstrukturen drin, ja. Ich versuche mich mal gerade zu bewegen. Also hier Kopfbewegung, das ist einfach. Das ist Ach, echt da oben hart. bist du. Das ist so hart. Das ist so hart. So, hier, wenn ich wieder weggucke, das ist wieder alles wieder gut. Ja, das ist übrigens, die Garden-Mod ist übrigens diese Mod, die mich. Eine der. Es gab drei Mods. Einmal die Garden-Mod und noch zwei andere Eco-Mods, die mich nicht mehr auf dem Server gelassen haben. Die waren kaputt bei mir. Na, Gott sei Dank funktioniert es jetzt. Ja, Hätte ich alles abbauen müssen. einige Mods funktionieren zwar, aber wie jetzt zum Beispiel, ich sehe gerade oben, dass du da oben diese Elefantenstatue hast. Die hat bei mir keine Struktur. Die hat einfach nur die Form eines Elefanten. Aber die hat keine Okay. Steinstruktur. Die ist kaputt irgendwie bei mir. Ich weiß nicht, was da immer falsch läuft. Okay. Aber naja, Hauptsache ich bin wieder da auf dem Server. Ja, die Hauptsache. Kombis, wenn ich ein Schwert hätte, würde ich es auf euch zulaufen und euch auch als Plastikfiguren umhauen. Die sind nervig, ja. Die Schrecklich. sind wahnsinnig nervig. Dann gibt es hier auch so Lieblinge. Ich mag die Finde die Farben total. hier voll schön. Ja, die hier in der Ecke, das Grün gefällt mir gut. Ja, Ich mag die passt voll gut total. rein. Die sind sehr unangenehm für alle. Ja, das ist richtig. Aber schön, wenn man welche hat. Ich finde Ja, die süß. super Verteidigung. Dann die Pferdchen. Ja, ich mag sie auch. Ich muss mir auch mal. Ach ja, das könnte ich mir eigentlich mal machen. Auf dem Valguero-Server könnte ich ja mal irgendwie mein Pferdchen mal wieder zähmen. Das rechte ist so schön, das weiße. Ja, Das das ist braune ist echt so toll auch schön. drunter. Passt gut. Hallo Dodo. Er mag dich. Die gucken mich alle so komisch. Ja, der andere guckt dich an. Guck mal, ganz verliebt. Das ist die Dodo-Mama Ja. Bianca, genau. Ja. Oh, mein Kleiner. Naja, wahrscheinlich denken sie, du bist der Papa. Hast du eine Dodo-Maske auf? Eine Dodo-Rex-Maske. Jetzt sind wir auf der gleichen Höhe. Ich stelle mich hier zu und keiner merkt das so. Ich stelle mich hier so in die Mitte. Warte, Perfekt. ich kann auch Eier legen. Wie war das nochmal? Weiß nicht, welchen. Ich kann, glaube ich, nicht. Gerade konnte ich nicht. Keine Schokoladeneier Gerade heute. geht nicht. Oh je. Paki Was sind die hier. Pachi? Genau. Pachi, genau. Die Dodo-Statuen zwischendrin. Die Giant Dann Beavers. unsere lieben Biber. Hallöchen. Genau, Biber, dann die Paracels. Ich bin großer Paracel-Freund. Ups, Ja? Rollback. Großer Paracel-Fan. Ich finde die einfach top. Man kann da eine große Plattform draufhauen und dann eine Base noch oben drauf und dann geht's los. Die sind schnell, die sind stark, die sind Das wendig. stimmt, ja. Alles top. Da kann man auch sehr gut drauf bauen, ja. Das stimmt. Und die Alarmanlagen. Hier sind sie. Mäh. Die Mäh. Alarmanlage. Mäh. Ja, oh, ich liebe die. Und die Farbe ist auch irgendwie voll interessant. Also, habe ich so noch nie gesehen. Wir gucken gerade die ganzen Tiere. Ich muss auch mal auf den ganzen Basebau mal nochmal drauf hinweisen, bitte. Alles selber gebaut, ja? Alles von Ja. einer Person hier.
Das gibt's gar nicht. Das Alles sind selber gebaut, ja. Castlebau-Mod-Teile, ne? Ja, genau. Castles Keeps und Forts heißt die, glaube ich, ja. Die anderen, das Team, was davor war, die haben großteils nur aus Castle gebaut. Und ich glaube, das hat auch, und die haben auch sehr wenig hier diese Deko-Elemente genutzt. Das lief da einfach ganz flüssig. Ja, das sind, glaube ich, immer diese ganzen Deko-Sachen, die das echt ein bisschen mies laufen lassen, ja. Das muss ja auch alles mal berechnet werden. Ja. Geht's hier lang oder wo geht's lang? Ich würde. Ja, wir können erstmal hoch. Aber, also es gibt vier Wege hoch, es gibt vier Türme. Ich würde jetzt hier erstmal kurz diese untere Etage nur zeigen, weil ich habe in jedem Turm so schöne Kristalle hingestellt. Die Treppe, die ist bei jedem Turm gleich. Ich habe in jedem Turm verschiedenfarbige Kristalle. Hier ist zum Beispiel lila. Dann im nächsten müsste blau sein. Ja. Blauen Kristall. Ich bin ja ganz beeindruckt von deiner Bauart, bei der Bautechnik auch hier. Meine Bautechnik Ja, wegen den Treppen oder? finde ich alles gut. Ich würde alles schief und schäl bauen. Am Ende würde ich dann einfach eine Strickleiter runterziehen und sagen, kommt doch einfach so hochgeklettert. Ach, alles gut, Leute. Wenn es mit den Treppen nicht funktioniert, Strickleiter, ja. Strickleiter. Und den Bauherrn aufhängen. Ich guck mal, Leute, ich guck mal ab und zu mal auf den Boden. Ihr wisst ja warum. Nur so, weil ich gerade den Parkett hier super finde. Ich würde dann hier mal diese Küche zeigen, beziehungsweise Bin dabei. den Speisesaal. Ich sitze nur falsch. Ich glaube, andersrum kannst du dich vielleicht nicht setzen, weil das Ding, weil es stört. Ich glaube schon, man muss, glaube ich, Sind, von der glaube ich, Seite zu nah. raufgucken. Dann geht das, Ach glaube so, ich. okay. Nein, er will mich zwingen. So ist Diät machen. Du sollst nicht essen. Also Leute, wenn ihr meint, ihr habt Übergewicht, kommt zu ba Biancas Bar. Da setzt ihr euch mit dem Rücken zum Essen. Kriegt ihr nichts mehr. Da kann man die machen, das stimmt. Hier gibt es auch wieder Das Bilder. stimmt, man sitzt wirklich verkehrt rum, ja. Ja, genau, hier sind auch Bilder. Spino. Basi. Hallo. Und Schriftzug. Was steht das? Ah, das ist. Ja, ich sehe Schriftzug, nur Schriftzug. ja. Ja, nix, genau. Genau, hier ist der Speisesaal und hier drin ist dann die Küche und der Nebenraum, wo alles gelagert ist. Ich bin endlich in meinem Element. Habe ich eigentlich schon gesagt, ich habe hier noch so einen Keks liegen? Den kann ich ja mal weiter essen. Wie lange isst du denn an dem Keks? Ja, wir sind ziemlich großer. Oh, Käse. Wo gab es denn den Käse? In welcher Mod? Das ist ja. Den Käse, der war, glaube ich, in so einer Mittelalter-Mod, wenn ich mich nicht täusche. Cheese-Deko. Ach, guck mal. Ach, das ist so. Ja, genau, Cheese Ja, mit Worktable, da Cheese. gibt's viel Käse. Ja, mit Cheese kann man sich sogar herstellen. Den kannst du essen Da auch. sind sie Bären, ja. endlich mal wichtig, die gelben Beeren. Ja, hier ist alles ein bisschen so das Lager, die Küche. Genau. Ich weiß schon ganz genau, was die Leute in die Kommentare schreiben. Man sieht Ja? sofort, dass da eine Frau gebaut hat. Wegen den Pflanzen? Wie eine Oder Deko. wegen der Küche? Und es gibt Teppiche. Ja, sogar in der Küche und im Nebenraum, ja. An der Küche nicht, aber im Nebenraum, ja. Bei den Männern sind eher die Bierfässer, die Kamine und die gebratenen Schweine, die irgendwo drehen. Einen Kamin habe ich auch, aber ohne gebratenes Schwein am Spieß. Genau, dann würde ich mal auf die andere Seite hier rüber gehen, zu den Spinos, bevor Okay. wir hochgehen. Komm, Ich gucke nur die ja. rechte Seite, wie schön diese rechte Seite ist. Die ist übrigens wirklich schön. Ich mag die Treppe, die so foyermäßig nach oben geht. Ganz cool. Ja, ich muss sagen, das war eigentlich meine ersten Sachen, die ich gebaut habe, diese Treppe. Ich habe zuerst diesen, ich sag mal, diesen viereckigen Klotz gebaut und dann habe ich mit den Treppen angefangen und dann kam der ganze Rest. Also das war eigentlich gar nicht geplant. Aber ich fand es schön, das sieht aus wie in so einem Schloss. In so einem Schloss gibt es ja auch immer Genau. diese schönen Treppen. Hier ist dann auch nochmal für die Gäste so die Chill-Ecken. Gästetoilette? Drei Stück. Ja, genau. Hier kannst du Entschuldigung. reingehen. Hier ist eine Toilette.
Ganz alleine. Gästewarte, komm, genau. Komm ruhig rein. Ich bin nur ganz, ganz intim gerade. Mit mir und... Entschuldigung. Kannst du mir mal das Klopapier reichen? Das ist leider ein bisschen weit weg von mir. Ich habe so kurze Arme. Ja, ich sehe gerade, ja. Hier ist ein schönes... Das Zuba. Badezimmer, genau. Ja, bitte. Das ist ja cool. Kann man das eigentlich auch teilen? Aber schade, dass wir da... Wollte ich gerade sagen, schade, dass wir da nicht zu zweit reinkommen. Also Platz wäre ja... So groß bin ich ja nicht. Ja, Platz wäre auf jeden Fall. Geht leider nicht. Ich kann ja nebenbei duschen. Das passt doch. Das passt. Achso, es geht weiter. Jetzt habe ich mich doch hier gerade so... Und komme ich nicht mehr raus. Der Rand ist zu hoch. Geht's, ja. Auf der Seite haben wir dann nochmal das gleiche Bad eigentlich. Ach, das ist aber in den Innenhof, ne? Aha. Ja, genau. Da geht's dann später auch noch hin, ja. So der Innenhof. No? Sonst würde ich vorschlagen, bevor wir hochgehen, würde ich jetzt einfach mal diese Treppen hochgehen. Hier siehst du, wenn du hier hinter schaust, oder ich gehe mal rein, hier ist dann rosa Kristall. Okay. Und wenn du mich vorbeilässt, dann gehen wir jetzt dann hier mal hoch. Hier ist ein gelber. Okay, hat das irgendwas, sagt das irgendwas aus? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Das nicht. Waren einfach nur vier Kristallfarben, die da waren und es kam so spontan die Idee, weil hier so unten so nackig war und die haben da schön hingepasst. Das ist natürlich, wenn ihr in dieses Museum reingeht und ein Ticket kauft, kriegt ihr natürlich einen kleinen Guide und dann steht dann da, gehen Sie doch bitte zu Turm ja, Weiß. Genau. So ist das. Und dann dürft ihr zu Turm Weiß oder Gelb oder Rosa. Das stimmt. Hier ist dann diese Treppe. Ich fand es auch voll schön. Ich habe die Treppen auch schwarz gemacht, weil ich finde, da kommen die Lichter dann irgendwie voll schön zur Geltung. Ich muss mal was machen, ganz kurz. Halloween, lässt grüßen. Wenn man hier runter guckt, dann sieht es schon cool aus. Vor allem auch jetzt mit dem gelben Kristall. Voll gut. Ja, ich glaube, ich muss ab und zu mal hier Licht und an und aus machen. Genau. Und hier sind wir dann in den Türmen. Die Türme in sind einen von den vier. Die gefallen mir voll gut. Die haben, glaube ich, oben Nester oben drauf. Kann das sein? Ja, genau, genau. Hier sind auch Kerzen. Du kannst dir mal kurz, wenn du magst, das Licht wieder ausmachen. Ah, okay, ja. Dann sieht man das, glaube ich, mit den Kerzen ganz gut. Ja, genau. Und dann kann man hier entlanglaufen zum anderen Turm zum Beispiel. Dann kommen wir hier wieder runter. Auf der anderen Seite ist es dann genauso. Ich finde das irgendwie voll schön. Und da kann man hier auch schon ein bisschen auf das Dach schauen. Auf das obere Deck. Hast du rein zufällig gezählt, wie viele Objekte du benutzt hast bei dem Bau? Oh nee, leider nicht. Müsste ich da noch machen. Aber nee, das waren also ich... Es sind sehr viele, glaube ich. Juhu! Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall sehr viele Deko-Elemente, ja. Aber das sieht echt nach so Halloween- oder Horrorfilmmäßig aus, diese ganzen Kerzen. Das ist ja übrigens der Grund, warum zum Beispiel bei mir Aberration auch am schlechtesten funktioniert hat von den ganzen DLCs, weil die ganzen leuchtenden Bäume, das muss ja alles berechnet werden und wenn du dann unten im blauen Gebiet bist oder im lilanen Gebiet, oh mein Gott. Ah, ja, genau. Es leuchtete und es bewegte und es spiegelte sich alles. Kann ich mir vorstellen, das stimmt. Und Dex ist überall rückwärts gelaufen. So, dann können wir hier wieder runter. Ich lasse mal das Licht so lange aus, sieht so schön aus. Spiegelt sich übrigens auch hier in diesem Obsidian-Boden. Ja, genau, in dem Boden, das sieht echt schön aus. Ah, sind wir beim roten Kristall. Ja. So, ich lasse nochmal so lange nochmal aus. Rosa, genau. Hier drin hat man ja eigentlich genug Licht, dank der ganzen Lampe. Aber ich glaube, du musst ja auf den Boden gucken, oder? Ich weiß gar nicht, was du meinst mit Licht. Sag mal, wer bezahlt eigentlich bei dir die Stromrechnung? Das frage ich mich auch. Aber ich glaube, es kommen so viele Besucher, da geht es. Da geht es. Und kannst aber du wir haben ja viele Kerzen. Denjenigen vorbeischicken, der bei dir die Kerzen anmacht, jeden Morgen. Der bist doch abends erst fertig und dann kann er sie wieder ausblasen.
Ja, genau. Also das ist ein Mann, der hat den ganzen Tag zu tun und der wird auch nur bezahlt fürs Kerzmann machen. Habt ihr das gerade mitbekommen? Das ist ein Mann, wie sie es gesagt hat. Das ist das. Natürlich. Ja. Gibt es hier irgendwo noch. Wo ist eigentlich hier die Exit? Wo ist denn der Exit-Ausgang hier? Ich muss ja irgendwo auch hier wieder rauskommen. Boah, das ist heftig. Das, Leute, da kann man. Ich glaube, da kann man nichts anderes machen. Guckt euch das mal an. Ich versuche mich mal so ganz langsam zu bewegen. Es geht, glaube ich, gar nicht. Je. Aber es sieht voll mega aus. Ich bin ja immer. Das ist immer ein großes Problem. Wenn du diese Thumbnails erstellst für die Videos, muss man ja auch gucken, dass man irgendwie ein perfektes Bild bringt, dass man die Leute an das Video bindet direkt. Aber man will natürlich in diesem Bild nicht zu viel verraten. Also ich will jetzt natürlich nicht das hier zeigen, aber das wäre ja schon der Hammer. Ja, also ich muss sagen, ich bin darauf eigentlich auch echt stolz. Also so habe ich es mir eigentlich gar nicht vorgestellt. Eigentlich hatte ich gar keine Vorstellung. Aber was daraus geworden ist, doch, also ich finde es ganz gut. Das hört sich ja fast an wie ich. Keine Vorstellung, kein Plan. Machen wir einfach mal. So ist gut. Ja, machen wir einfach mal. Das ist immer am besten. Genau, hier sind jetzt links und rechts. Du kannst wieder Licht anmachen, wenn du magst. Hier sind dann diese Gästezimmer. Wie gesagt, vier Stück. Das sind ganz, ganz kleine, gemütliche Gästezimmer. Sind eigentlich alle so ziemlich gleich aus und sie haben alle einen niedlichen Begleiter mit Hütchen. Einen kleinen Chabor. Den Manu. Ja. Daddy das. Der sie heißt Manu, genau. Da unten steht eine BVB-Rexi. Ja, siehst du denn auch schon? Ja, den sehe ich die ganze Zeit. Ich wundere mich immer, dass aber BVB steht. Das könnte auch ein Grund sein, warum mein Turm vorne schwarz-gelb war. Aha. Ja, die Farben haben gerade so schön gepasst. Rot gibt es ja, na okay, Rot gibt es auch, aber das ist dann nur dieses Rot, was man hier sieht und das ist nicht so. Ich finde eigentlich Rot-Schwarz immer am schönsten. Hier ist ein Doppelzimmer. Voll schön, voll gut, voll, das gefällt mir Auch wieder alles. mit dem Andreas. Der Andreas und der Manu, das sind alles nur Männer. Gibt es hier auch mal weibliche Gestalten, die hier so als kleine Opfer stehen? Nee, Manu war ein Weibchen, glaube ich. Manu war Ach so, ein Weibchen. für Aber es gibt Manuela. auch. Ja, aber es gibt auch Weibchen, denke ich mal, ja. Also denke ich einfach. So, hier Ich glaube, geht's raus. Wir können Team dann. Teufelsweiber würden sich bei dir perfekt wohlfühlen. Ich merke das schon. Teufelsweiber. Wir können mal kurz hier hochgehen. Ich wollte schon gerade selber hier hochlaufen, weil ich einfach so Hier sind neugierig. meine gezähmten Tiere und das sind Raptoren, die kann man auch streicheln, die sind nicht böse. Jumper, Sind Runner eigentlich und angeleint, Sprinter. aber die Leine sieht man natürlich nicht. Aber die sind ganz, ganz lieb. Kann man streicheln, das ist so mein kleiner Streichelzoo. Und die sehen Hammer aus. Also der in der Mitte, ich finde, der sieht ja echt cool aus. Der sieht echt gut aus, ja. Ich finde die Raptoren einfach so, diese Tech-Raptoren sind einfach so schrecklich, schrecklich furchteinflößend. Das ist so schrecklich, wie das Gesicht aussieht. Ja, stimmt, das Gesicht ist, ja. Man hat einfach keinen Mist. Anhaltspunkt mehr, man sieht keine Augen, man guckt einfach nur auf dieses riesengroße Monstergebiss. Der ist aber auch Das abgefahren, der sieht fängt aus ja wie schon über, ja. Chrom aus und innen drin, der ist echt Hammer. Silber. Dann dieses Rot und innen drin das Gold. Das sieht voll. Ja. Boah, das ist echt krass. Ah, der ist auch Der hier. ist Der hat grün. golden. Der sieht echt voll abgefahren aus. Schön. Sind schon schön, ja. Genau. Dann schauen wir noch mal kurz hier rüber in die Gästezimmer. Die sind eigentlich genauso aufgebaut wie die anderen, aber nur mal angucken. Hallo Matthias. Genau, das ist mein Matthias. Müsst ihr, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gemacht habe. Genau, das ist ein Männchen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es die Bianca eine Hexe ist und die ganzen Männer alle hier zu den Jaboas verzaubert hat. Manu war bestimmt eben trotzdem Manuel. Wer weiß, wer weiß. Zuerst Wer weiß, kastriert. ob du Ups, da heute auch. Rollback. Ups, ja. Wer weiß, ob du. Wo waren wir? Bist du da gerade rausgekommen? Moment, ich muss Nee, kurz wir müssen gucken. hier Ja, lang. Wir dann müssen. geht's hier rein. Weil die Tür schon offen war, dann habe ich die Tür doch schon aufgemacht. Dann Ja, geht's hier rein. irgendwie ist sie aufgegangen. Ja, du warst bestimmt bis hier und dann. Das kann sein. Also ist die Andrea. Ah, das ist ein Weibchen, genau. Das ist ein Weibchen. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, ob du da heute noch lebend rauskommst. Vielleicht landest du auch so in dem Bett.
Ich leg mich einfach Okay, nachher das so habe auf ich den jetzt nicht Boden gesagt, ja. und tu so, als ob ich ein Teppich wäre. Genau. Wenn du hier entlang läufst, dann kannst du ja mal hier oben in die Mitte gucken. Das sind nämlich auch die ganzen Trophäen an den Wänden. Die habe ich eben schon von unten gesehen. Ich versuche mal so ein bisschen von der Mitte wegzugucken. Langsam bewegen. Hier kommen wir dann zu den Rexis und hier in der Mitte siehst du schon, das ist dieser BVB-Rex, der steht auch unten nochmal original. Du weißt vielleicht, warum der BVB heißt. Das Weiß passt zwar jetzt nicht ganz so, aber auf jeden Fall schwarz-gelb. Ja, passt. Finde den so hübsch und ich habe noch nie so einen Rex gefunden und der ist einfach perfekt für mich. Den hast du jetzt einfach hier gefunden, ja? Und dann hast du ihn Finde direkt den gezähmt. toll. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte ihn auch gezähmt, wenn der Level minus 2000 gewesen wäre, aber der war so gut. Genau, hier geht's weiter, du stehst schon richtig. Wir sind einfach nur noch mal Lounge-Ecken, wo man einfach ein bisschen chillen kann und die Aussicht genießen kann, wenn man nicht so am PC ist wie du, ja. Oh, Das fiel mir jetzt gerade so ein. ich lass Hier dich sind wirklich frei. Gärten. Flieg. Hold Ich to finde es pick schade, up. dass man da nicht irgendwie andere Animationen irgendwie machen kann. Der fliegt immer nur und setzt sich wieder hin. Ja, er sagt, lass mich raus. Ja, der möchte Lass raus. mich raus. Der kann nach dieser Folge raus. Seit 3 Wochen gibt es nichts mehr zu essen. Das Museum geht pleite. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen hier mal hoch. Also hier sind auch wieder an den Rändern die ganzen Dodos. Ganzen Du Dodo-Statuen. hast immer in so ein kleines Busch da reingesetzt auf die Trophäen, ne? Also auf die Trophäen-Plattform. Ja, genau, das ist so ein Podest und dann so ein, entweder so ein kleiner Busch oder ein großer Busch und den Dodo, beziehungsweise die Haut, ja. Ich fand das mit dem Busch immer ein bisschen schöner, weil das Podest so an sich, das sieht immer so verloren aus irgendwie. Ja, es ist auch wirklich hässlich. Die ganzen Podeste sind eigentlich ein Arg alle hässlich. Ja. Kommst du hier raus? Ja, gut. Hat gerade ein bisschen geleckt. Hier oben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier oben steht ein Argi. Mein schöner Argi, der ist auch ein reales Tier, sage ich mal. Der ist ganz, ganz brav. Der hütet zusammen mit dem Petri und mit dem Griffin hier über diese obere Etage. Hat irgendwie so ein bisschen was asiatisch angehauchtes hier. Ja. Ich liebe diese Bäume einfach. Ja, die sind. Das hatte ich aber schon damals gehabt, als wir Shigo Island gespielt haben. Da hatten wir auch die ganzen Deko-Mods. Das fanden die Leute auch so ganz toll. Und da haben sie überall diese Bäume hingepflanzt und die leuchtenden Bäume. Und immer, wenn du da vorbeiliefst oder vorbeigeflogen bist, dann hast du erstmal die FPS im Keller suchen müssen. Ja, das stimmt. Wenn du diese Bäume benutzt, dann geht's in den Keller, ja. Das stimmt. Genau, hier sind Rhinos und Säbelzahntiger. Zwischendrin habe ich mal diese Karten, da kann man sich ein bisschen informieren, wo man gerade ist, wo man hin möchte, was Wo es bist du alles so gerade? Ach, du bist gibt. da hinten. Ich Oh. bin immer noch da vorne, ja. Ich war jetzt gerade schon beim Terrazino. Mammut und die Hyänen. Das ist aber. Da, wo du gerade bist, das ist Scorched Ich wollte gerade sagen, das ist. Eine Karte gibt es, glaube ich, gar nicht von Valguero, ne? Noch nicht. Glaube ich nicht, nein. In der Mod zumindest nicht. Und das da drüben müsste Center sein. Sieht aber ein bisschen komisch. Also es ist glaube ich Center, Das aber ist das Center, irgendwie ja. kann ich mich damit nicht so. Also, ich Das weiß ist das nicht. Center. Ach stimmt, hier ist die fliegende Insel, ja genau. Und die ganz drüben müsste dann The Island Das sein, ja. Center war ja auch eine Modkarte, genau wie Valguero, also wird es bald auch dazu eine Karte geben. Ja. Island. Beste Karte ever. Ja. Ich habe immer auf diesen kleinen Fleck hier unten gebaut, auf diese kleine Insel da, diese Herbivore-Insel. Die Pflanzenfresser, ja, Ja, da genau. passiert nicht viel. Da ist ruhig, da hast du auch eigentlich irgendwie alles. Alles, Das was du stimmt, am ja. Anfang brauchst. Ja, das stimmt, da kommt man auf jeden Fall weit und dann habe ich immer so eine schöne Brücke rüber gebaut. Aber man ist halt wirklich, ich meine,
Die ist jetzt nicht so groß, diese Karte, aber man ist halt wirklich abgeschottet von sämtlichen. Und es dauert ein bisschen, bis man dann irgendwo ist. Ja, aber aber du musst ja erstmal dorthin kommen, weil es gibt ja keinen Spawnpoint dort. Das Ja, heißt, du musst ja das irgendwie stimmt. darüber schwimmen und das ist dann meistens dann auch schon 20 Mal mindestens sterben. Ja, genau, und dann kommen diese Haie und Piranhas und ach, gehen wir erstmal hier entlang, wo du schon warst. Für die Leute, die das jetzt vielleicht noch bis jetzt geguckt haben, wir sind ja schon lange dabei. Ihr könnt ja mal bei mir im Let's Plays da reingucken. Wir sind jetzt gerade auch wieder Staffel 10 dabei. Staffel 10 wäre dann The Island. Juhu, ich liebe The Jo, Island. genau. Ja, die ist auch toll. Rizino, dann haben wir hier die Tech-Paras und Tech-Stegos. Ich finde ja den da auch voll cool. Der ist so blau, gelb, grün, schwarz irgendwie. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ich finde die Parasaurolophus hier, die sind irgendwie durch Tech irgendwie schöner geworden. Die sind ja auch ziemlich langweilige Tiere, sind nicht so gern gesehen, auch aus, man zählt sie ja eigentlich nur für die Alarmanlagentechnik. Ja, Aber stimmt. hier so als Tech sehen die richtig interessant aus. Ich mag den Ja. Terrazino. Ich weiß gar nicht, was die Leute mal in den Terrazino haben. Haut einfach alle Rüstungen weg. Genau. Und das Biertier. Ich weiß nicht, bei mir heißen die Biertiere, wie heißen die bei dir? Die heißen ja diese Caligotherium. Kalikoterium, ja, genau. Das sind Biertiere bei mir. Haben auch nur, ich habe auch letztens, wo ich diese Statue hingestellt habe, ist mir erst so wirklich bewusst geworden, dass sie eigentlich nur drei Finger, Klauen oder wie auch immer haben. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Wenn man sich das von hier so anguckt, sieht das aus wie eine stehende Kuh. Ich glaube, die wird auch immer so mit Kuh irgendwie identifiziert. Also ich glaube, manche sagen Kuh dazu. Genau, die Iguanodons und nochmal Tech-Paras, Iguanodons, Tech-Stegos. so die armen Tiere, die irgendwie immer, ja, die Leute meinen, denken, oh, ist das ein Tier, das trifft, das frisst ja Pflanzen, geh mal ganz nah ran, klatscht tot, ups. Ja, genau. Iguanodons, die alle umklatschen. Hat man hier in der Mitte wieder eine schöne Gelegenheit, sich hinzusetzen, hat einen schönen Brunnen. Da ist der Griffin. Wow, Ja, hier leckt es aber auch. Wir sind, glaube genau. ich, gerade unter den über den Ja, Lampen. genau. Ich muss Das mal sind ganz die kurz wieder in den Lampen, Himmel ja. gucken. Mein Rechner braucht mal ganz kurz wieder eine Entlastung. Himmel gucken ist immer gut, Leute. Sterne gucken, ja, okay, Sterne kann man jetzt nicht gucken, das ist. Aber Apropos Himmel gucken, Sterne. ja. Wow. Ich mach mal ganz kurz einmal auf Midnight. Ah ja, kannst du machen. Das sieht hier oben echt cool aus. Das ist schön. Den ganzen Bäumen, ja. Voll gut. Hallo, Sie auch Da hier? kann man sich's gut gehen lassen. Ja, sieht sehr schön aus, ne? Also ich bin begeistert von dem Museum. Ich habe Sie gerade eben schon 6 Mal an mir vorbeilaufen sehen. Sind Sie die einzige Gast hier? Wirklich? Und ich habe sie nicht erkannt. Das ist schrecklich. Ich bin inkognito. Mit Dodo-Maske. Inkognito, ja? Motte, 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 Motte. Ja. Ich mag die Motten. Finde ich auch irgendwie cool. Irgendwie haben sie ja was. Das sind Tapajara, nur mal so als Info, Ja, die landen ja. nicht, die fliegen nur. Und bloß sagt Ja. mir da keiner was anderes dagegen. So ein Hesperones oder Hesper. Doch, die heißen, glaube ich, so, ne? Hesperones? Keine Ahnung, das goldene Eierding. Moment. Hesperornis? Ja, auf jeden Fall so ein goldenes Eierding, ja. Goldenes Eierding. Der Griffin auch. Was ist mit dem Dann diese passiert? Dimorphodons. Ja, Abgeschossen. das ist sehr interessant. Also, wenn man die Haut von so einem Ichthy nimmt, dann sieht die immer so aus. Du kannst ja verschiedene Posen machen und irgendwie bei dem geht nur die. Weißt du, Also warum der es hat nur nur diese diese gibt? eine Ich kann Pose. dir auch die Erklärung dazu geben. Weil es ziemlich nerven und Die sie sind so das nicht sehen nervig, möchte. dass sogar die Entwickler da, die ihre Cheat-Kanonen und sowas weggenommen bekommen haben von diesem blöden Vieh. Jetzt haben sie das einfach nur so hinprogrammiert. Tot! Ja, also die Dinger nerven schon echt, also Wahnsinn. Schrecklich.
Das Schlimme ist ja, ich meine, diese Pego-Mustangs, die klauen dir ja auch deine Sachen, Und aber kannst wenn du. du die dann rechtzeitig wieder bekommst, kannst du die wiederholen, aber bei denen ist es dann einfach weg. Ja, wir fressen es ja dann. Ja. Oder bis das Zerstörens. Oh ja, und das ist mein Stolz. Also ich finde den Quetz ja so toll. Der ist so lila-bläulich und orange. Das sieht echt schön aus. Mein Ein und Alles war mein Low Bob. Wie heißt er hier nochmal? Quetzal aus Staffel 1. Keiner wollte ihn haben, weil er die hässlichste grüne Farbe, der so eine komplett verwaschene grüne Farbe hatte. Der war so Low Bob, so keiner wollte ihn haben. Und ich war so No. verliebt und ich habe sie dann genutzt. Und dann ist er mir gegen Giga verreckt, weil er in so einem Stein hing und er hat gekämpft ums Überleben. Und dann ist er gestorben. Meine Tante Käthe. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sieht. Du kannst ja mal entweder ein bisschen hochfliegen, diese Gebäudestrukturen, wie ich die gebaut habe. Und auch diese farbigen, ich sag mal, Pyramidentürme hier. Voll gut. Ui. Ich sag das jetzt mal, glaube ich, auf Man meinem kann auch Hellen. hochrennen. Ich mache das, glaube ich, auch mal ganz kurz hell. Ich fliege aber gerade einmal kurz raus. Kannst du auch machen, ja. Im Dunkeln sieht man das leider alles nicht, weil schwarze Felder werden dann in der Aufnahme leider noch ein bisschen schwärzer. Einmal hell bitte, einmal Augenkrebs. Habe dann auch hier, wenn du siehst, also das hier ist zum Beispiel rot-schwarz, dann habe ich dieses Gegenüber, wo diese Tiere drin sind, auch schwarz gemacht und das andere ist halt dann rot-gold. Und dementsprechend auch dann das Gebäude hier gold. Hier oben sind übrigens die Genau, Nester, die diese ich gerade Vogelnester, eben. da kommen wir jetzt nicht hin, aber du kannst ja mal zeigen. Die sind auf den vier Türmen, genau. Hier sind einmal T-Rex-Eier, das sind für die fliegenden T-Rex. Da Die hinten, wurden das sind alle Giga-Eier. entführt. Ich sehe sie schon. Das sind Giga-Eier. Das merke ich. Weiß gar nicht, welche es alles gibt. Es könnten auch Brontos sein. Ich glaube, es gibt Rex, Quetz. Nee, ich glaube, das sind keine Giga-Eier, das sind, glaube ich, Bronto-Eier. Bronto-Eier, die Gigas waren grau. Ja, die sind, glaube ich, blau, ja. Glaube ich, so in der Art, ja. Auf dem anderen müssten dann, glaube ich, Quetz sein. Und auf dem vierten, da ist gar nichts drin. Da haben meine Vögel hier noch keine Eier geklaut. Es sind aber natürlich alles keine echten Eier, nur alles Eier zur Schau. Natürlich, also man würde ja keine echten Eier klauen. Niemals. Nein. Sind wir eigentlich jetzt fast beim Ende? Ich glaube schon, oder? So ziemlich, ja. Muss kurz überlegen, was ich noch nicht gezeigt habe. Wir gehen mal hier runter. Dann sind wir hier wieder, aber wir können dann hier wieder vorlaufen. Nochmal zum Zeigen ganz kurz. Alles selber gebaut. Eine Person. Das sehen wir hier. Und oh, wir müssen wieder da rein. Ich gucke mal die Dodos. Hier ist hier schöne Fenster, Giebel und alles ganz toll. Das ist der Dodo. Genau. Wir können jetzt hier nochmal runterlaufen und dann kann ich dir mal den Hof zeigen. Und den Innenhof. Hier mache ich mal zu. Mach dir mal den Hof. Entschuldigung. Das ist so nie von dir. Ach, guck mal, hier ist der Hof. Ja, genau. Hier kann man den von hier oben bewundern. Sind die Bäume gepflanzt oder sind die Bäume. Standen die hier und du hast drumherum gebaut? Du meinst diesen blauen Baum Mhm. oder? Den habe ich gepflanzt. Die hast du gepflanzt und die anderen hier draußen? Hier draußen. Ach so, der in der Mitte, der stande schon da und diese großen mit diesen Ranken, beziehungsweise der große mit diesen Ranken, den habe ich gepflanzt. Ah, okay. Genau, also hier kommen wir auch hoch, aber da sieht man eigentlich nur, also nicht viel. Man kann ein bisschen rausgucken. Und sozusagen nur so eine Mauer, wo man laufen kann. Da hinten ist so ein kleines Gebäude. Jupp, genau. Da kommen wir dann gleich hin. Hier runter, ne? Und dann können wir hier die Treppe runter. Dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir herkamen. Und dann gehen wir mal hier durch. Dann kann ich dir den Hof dann mal zeigen. Es ist nichts Spektakuläres, aber da kann man sich auch ein bisschen hinsetzen, einfach genießen. Ich habe mir das Gefühl, dass bei diesem großen Tor, was hier so aufgeht, dass die Leute hier, die du nicht magst, die nicht bezahlt haben oder sowas. Geht mal auf den Hof, könnt ihr Hier, Zigarette rauchen und dann wird hier danach ein hier. Sperr, ja. Und dann kommt der Gigantopithecus, der Megapithecus.
Habe ich leider nicht. Aber ja, doch, das wäre eine gute Idee. Der Siehst du, kommt du auch bringst noch. mich auf Ideen. Genau, hier ist einfach ein bisschen Deko. Hinsetzen. Ich spiele mit genug Mädels, da weiß man, wie die Mädels ticken. Die satanistische Art Seite kommt dann raus. Ja, es kann passieren. So, dann gehen wir mal hier raus. Hier ist dann so ein kleines Häuschen. Also ich habe insgesamt zwei Häuschen. Hier ist ein Häuschen und dann weiter vorne steht eins. Da wohnen eigentlich die Leute, die sich um das Museum kümmern, beziehungsweise um die Tiere, die noch da sind. Hier sieht man ja auch, wenn man hier kurz rumgeht, sind ein paar Schafe. Der, wo hier wohnt, der ist sehr in Schafe Oh, verliebt. Da kannst du eins süß. mitnehmen. Schau, hier sind welche. Die kannst du mitnehmen. Yeeha! Oh Gott, Maximalgeschwindigkeit. Das ist so weiß, das ist Vom Schrei so. hoch. Was hast du? Wie hast du das gewaschen? Mit Chlor oder was? Mit Perol. Meine Güte, das ist ja. Blendet richtig, ja. Der weiße Riese. So, hier ist dann so ein kleines, gemütliches Häuschen einfach. Nicht sehr groß, aber alles drin, was man haben muss. Hier ist eine Toilette. Und Schlafraum. Vom Mann das wichtigste Zimmer. Die Toilette. Am besten noch mit Zeitung. Seitdem es das Smartphone gibt, ist das doch wie so Ah, alles. stimmt, ja. Ist doch alles Idee. Heutzutage nimmt man Smartphones mit, Nehmen ja. wir Smartphones. Genau. Genau, hier geht es dann wieder raus. War ein ziemlich kleines Häuschen. Ja, schön. Das ist voll gemütlich. Das könnte meine Hauptbase werden. Sowas. Ich muss ja nichts Großes haben. Ich habe ja immer was Kleines. Lieber. Hier ist Kleinere dann Häuser, Leute. Kleinere Häuser. Spezifisch. kleinere Ich muss das mal spezifisch sagen. Häuser. Wenn ich sage, ich habe lieber was Kleineres, lieber, dann fangen die ja an, direkt wieder zu grübeln. Ja, so Zweideutigkeiten. Das machen wir bei uns ja nie. Normalerweise wären hier ein bisschen Gemüse am Wachsen, aber Ja, der Server lief leider mal wieder zu lang. ja, genau. Leider. Deswegen ist hier momentan nichts. Und hier ist auch mein kleines Schweinchen. Ist sogar dieses Schweinchen, das drin geht. Keine Hat aber Bären. auch nichts mehr drin. Nein, auch nichts mehr. Kommt Aber man hier hier oben müssen rüber noch zum was nächsten sein. Haus oder ist das auf der anderen Seite irgendwo? Nee, das ist auf der anderen Seite. Wir müssen mal hier außen entlang. Wir können ja. Ja, genau. Wir können mal kurz zu den Pferden gucken. Also hier sind auch Pferde, die werden immer für Pferderennen angemeldet. Hier ist zum Beispiel ein Podest, wenn was gewonnen hat. Und hier oben stehen die ganzen Gegenstände, die wir so aufbauen für das Pferderennen. Voll gut. Das wusste ich gar Sind nicht, dass hier es die da alles in dem Waage. Mod alles gibt. Ja, ich wollte eigentlich auch noch wie so ein Pferderennen, ja, halt wie so ein Pferderennen bauen, aber Zeit hat nicht mehr gereicht. Deswegen habe ich die einfach oben hingeklatscht und gemeint, wenn mal ein Pferderennen stattfindet, kann man die aufbauen. Und hier sind dann die ganzen Pferde. Voll gut, das gefällt mir. So diesen Style auch das Haus da vorne, das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag Ja. diesen altertümlichen Style. Alles simpel Moment, und wir gehen hier raus. du musst rein. Also hier kann man wieder rein. Ja, aber rein und raus. Links kommt man wieder in den Hof und rechts geht's raus. Hier steht nochmal mein BVB-Rexi. Und dann steht hier der Das ist das Grobe. Original. Genau. Der Original BVB-Rex. Hier unten haben wir auch noch mal drei kleine Gärten. Aber wie gesagt, ist nichts drin, weil lief ja nicht. Ich musste gerade mal gucken, ob ich Gamma anhabe. Der Strand ist so grell. Das ist so hell hier, ja, das stimmt, das Ich mache mal ist Licht, echt Leute, damit ihr was seht. Wahnsinn hell. Auf der Seite habe ich auch überall Bänke hingebaut, dass man ein bisschen sich hinsetzen kann und das Wasser genießen kann. Dazu schön. Voll schön. Ich glaube, der Erbauer der Map, der hätte, glaube ich, eine Gelbtontiefe nochmal tiefer nehmen können. Ich glaube, die sind auch alles Pflänzchen vergammelt, ne? Ja, leider, genau.
In der Mitte waren eigentlich diese ganzen Beerenarten und rechts und links waren Gemüsesorten. So, und das letzte Häuschen, das ist eigentlich auch so ein kleines Häuschen, das ist immer derjenige, der sich um die Beete kümmert. Vor allen Dingen läuft hier ein Schaf rum. Ja, also ich muss sagen, hier auf Valguero in den White Cliffs, da sind eigentlich viele Schafe. Ich glaube meistens Schafe und Pferde. Nur wenn ich nicht da bin, dann sind sie Die hast du unterwegs. bei dir deaktiviert, ja. Du hast so einen Radius um dich herum. So Radius um mich rum, wo sie alle sterben. Ja, genau. Die sind dann einfach weg. Ja, genau. Hier ist dann so ein kleiner Esstisch. Abend, Kann man das ein letzte bisschen Abendmahl zusammen mit Dex. essen. So. Ja, aber man kann ja nicht raussuchen bei mir. Und hier gibt es auch Muffins. Leider keine Kekse, aber Muffins. Aber Kekse könnten wir eventuell hier drin haben. Hier ist auch dann, wie gesagt, so ein kleines Haus, ein Diese kleines scheiß Türen Gebüsch. hauen mir immer voll ins Gesicht. Vor der Nase zugeklatscht. Genau. Ja, okay, hier gibt es auch Muffins. Keine Kekse. Muffins. Genau. Hier ist dann ein kleines Schlafzimmer. Kleines gemütliches Schlafzimmer. Und dann hat man hier noch einen schönen Balkon. Ach, der Bronze, der. Mach ich ein bisschen Erdbeben. Er ist. Wo schaust du hin? Jetzt hast du noch, ja, okay. Ich hab mal ganz kurz weggemacht. So geht's auch. Ich wollte ihm nicht in sein Hinterteil gucken. Nein, nein, ich wollte einfach Ja, nur. ich. Ich musste ihn Ja. anvisieren. Nicht, dass ich da irgendwas von deinem Haus treffe. Und meistens treffe ich ja natürlich die Säule der Erde. Das ist Und dann ist weg. das ganze Server weg. Ja. Hier sind einfach so schöne Lagerstände, wo man ein bisschen Feuer machen kann, ein bisschen lagern kann. Das sind jetzt halt, es ist, glaube ich, diese Mod mit diesen Roman-Kulturen, also mit diesen Römischen Sachen, im genau. Römischen Reich. Ja, ich glaube schon. Habe ich auch ein bisschen Hier sind ein genutzt. Streitwagen. So gehe ich, fahre ich übrigens immer zur Arbeit, Leute. Oh, das möchte ich gerne mal sehen. Wenn ich Streit Das sind suche, leider dann keine. fahre ich mit dem Streitwagen. Also jeden Tag. Hier ist dann so ein kleines Lagerfeuer. Kann man sich hinsetzen. Oh ja. Oh Mann, falsch rum. Sind ich nicht bald St. Martin? Ja, ne? Ja, der müsste bald sein. Ja, ich glaube immer Ende November. Ich weiß nicht, Montag. Ich glaube, Oh, Montag, das frag mich wäre gar dann, nicht. Guck. glaube ich, der 11.11., oder Der nicht? 11.11. Ja, genau, doch, stimmt. Du In hast Köln recht. wird das der Karnevalsanfang. Morgen Ja, ist der müssen wir 11.11., aufpassen. ja. 11.11. um 11.11 Uhr. Ja. Ein sehr wichtiges Datum. Ja. Für Genau. die Leute, die es verstehen. Ja. So. Und dann sind wir eigentlich fertig. Wir sind Und ge fertig. na ja, genau. Ich kann dir noch mal diesen Eingang hier zeigen, wenn du mir nachläufst. Ja. Jaboa. Hier ist dann auch noch mal ein schöner Eingang. Und das ist auch schön. Ja. Du glaubst gar nicht, wie viele Diplodokus hier in diesen Sachen festhingen. Ich hatte jeden Tag zig Diplodokus hängen. Das ist auch krass. Hier, die FPS geht auch mal hier wieder. Sobald man auf das Gebäude guckt, ich glaube, das ist so. Das ist das Anti-FPS-Gebäude. Kommt auf den Also, wenn Server ich und jetzt be drauf gucke, habe ich aber auch nur noch um die 43, ja. So, ich fliege noch mal ganz kurz einmal für euch drüber. Wir sind ja schon. Ich glaube, deine Folge wird, glaube ich, die längste der Welt werden. Oh je. Aber für alle Leute, die das jetzt bis zum Ende durchgeguckt haben, voll gut, voll schön. Wenn es übrigens mal richtig geleckt hat, also der FPS-Einbruch ist also eine Sache und Lecken ist bei mir was anderes. Lecken ist bei mir meistens immer dann, wenn ich zigtausend Fotos schieße. Dann bleibt das Spiel meistens stehen. Kurz. Super cool. Pass auf, wir treffen uns bei diesem anderen Eingang, wo wir gerade uns am Ende nochmal getroffen haben. Jo. Walk. Ich glaube, ich bin tot. Nee, doch nicht. Ich hab vergessen, dass ich hier den Mode hier anhabe. So. Stellen wir uns mal hier so hin. Okay, ich sage jetzt aber gar nicht, das ist kein Team Dodo, das ist Bianca Jo. als Dodo. Bauprojekt. Bianca Dodo. Bianca Dodo, das ist ihr Nachname. Steht auch im Ja, Pass. genau. Super, super krass, aber wirklich mega krass, alleine sowas aufzustellen. Ich wäre schon bei dem Holzhaus draußen schon zusammengebrochen. Hat mir sehr gut gefallen.
Und ihr seid wieder dran, Leute. Ihr dürft in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Nicht vergessen, am Ende aller Folgen, die Folgen wechseln immer zwischen meinem Kanal und Nikes Kanal. Also immer schön wechseln und auch den Kanal von Nikes abonnieren, damit ihr dann nichts verpasst. Und am Ende aller Folgen, das müssten 14 Tage sein, 14 Folgen, 14 Teams, wird am Ende ausgelost, welches Gebäude oder welches Team euch am besten gefallen hat. Also nicht vergessen, bis zum Ende der ganzen 14 Folgen gucken. Ihr habt ja noch genug zu tun. Das ist doch schön, jeden Tag eine neue Arc-Folge mit ganz vielen Bauelementen und Ideen. Jo. Danke. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich. Gerne. Und das hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal bitte mehr Cookies in den Schalen. Auf jeden Fall, ich werde es mir merken. Okay. Dann winke, winke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.